Botschaft 1155. Die Türen sind geöffnet, um den Heiden zu erlauben, meine Kirche zu entweihen. Meine innig geliebte Tochter, diejenige von euch, die nicht wünschen, dass ich mit euch kommuniziere, sollen Folgendes wissen. Euer freier Wille bedeutet, dass ihr frei entscheiden könnt, ob ihr annehmt, was ich sage und wünsche, oder eben nicht. Ob ihr glaubt oder nicht glaubt, das ist eure Wahl. Und wie immer, auch ihr euch entscheidet. Ich werde euch dafür niemals richten. Aber ihr dürft niemals über andere Menschen in meinem Namen richten. Damit meine ich über jene richten, die mich ablehnen, aber genauso über jene, die mein Eingreifen akzeptieren. Nicht einer von euch hat das Recht, öffentlich zu erklären, ein anderer Mensch sei böse oder einer Missetat schuldig. Diejenigen von euch, die hart ins Gericht gehen mit jenen Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie im Irrtum seien, dass sie eines Vergehens oder einer Häresie schuldig seien, haben kein Recht dazu. Ihr müsst schweigen und für die eurer Meinung nach Betroffenen beten. Nur ich, Jesus Christus, habe die Macht, die Menschheit zu richten. Wenn ihr eine andere Person in meinem Namen erniedrigt, macht ihr euch einer Sünde schuldig und ich werde euch dies anlasten. Wenn ihr Menschen durch eure Worte verletzt, werde ich euch zum Schweigen bringen. Wenn ihr den Ruf einer anderen Person schädigt, wird euer eigener Ruf von anderen in Frage gestellt werden. Scheinheiligkeit widert mich an. Und wenn ihr schuldig seid, jemanden in meinem Namen geschmäht zu haben, dann macht ihr nicht nur euch selbst, sondern auch meinen heiligen Namen große Schande. Jeder Mensch, der einer anderen Person Schmerz zufügt und freiwillig behauptet, im Namen Gottes zu sprechen, betrügt sich nur selbst. Diejenigen, die andere Menschen bestrafen und sagen, dass sie lediglich tun, was ihnen aufgetragen wurde, aufgrund ihrer Ergebenheit und Hingabe für Gott, sind nicht von mir. Schande über euch, denn ihr kennt mich nicht. Und während ihr gegeneinander kämpft, Christen gegen Christen, dringen die Heiden unter euch in meiner Kirche ein. Der Feind arbeitet sehr geschickt. Sein raffinierter Plan ist es, in meiner Kirche Zwietracht zu sehen. Und da die wahre Treue zu mir nachlässt, sind die Türen geöffnet, um den Heiden zu erlauben, meine Kirchen und die heilige Eucharistie zu entweihen. Schande über diejenigen von euch, die die Wahrheit kennen, mein heiliges Wort, das euch in der höchstheiligen Schrift gegeben ist. Jedes Opfer wurde für euch erbracht. Die zu euch gesandten Propheten Gottes wurden von euch geschändet, verfolgt und getötet. Die Visionäre, die Seher und die Heiligen, alle wurden sie verehrt, aber erst nach ihrem Tod. Dafür aber von euch gegeißelt, wenn sie mein Wort vermittelten. Und dann mein eigenes Opfer, als ihr mich gekreuzigt habt. Und was macht ihr heute? Ihr erlaubt jenen, die falsche Götter anbeten, diesen Göttern Ehrerbietung zu erweisen auf meinen Altären, die dazu bestimmt sind, mir die Ehre zu geben. Würden diese Heiden euch erlauben, in ihren Tempeln desgleichen zu tun? Die Geschichte wiederholt sich. Die Heiden haben die Kirche meines Vaters übernommen und sie wurden hinausgeworfen. Wenn ihr meine Kirche und meinen Leib entweiht, dann taugt ihr nicht mehr dazu, mir zu dienen. Und ich werde jeden meiner gottgeweihten Diener, der mich in dieser Weise verrät, hinauswerfen. Eure Sünden sind schwärzer als die Sünden derer, denen ihr in meinem Namen dient, denn ihr werdet die Seelen, die ihr mir wegnehmt, mit euch tragen. Es ist Zeit, dass ihr euch entscheidet. Entweder ihr nehmt mich, Jesus Christus, so an, wie ich bin, und nicht so, wie ihr mich gern hättet, oder ihr verleugnet mich. Es gibt nichts dazwischen. Euer Jesus.